Moin und willkommen zu einer neuen Folge LS15 auf der Bonesland Map. Ja, wir werden jetzt nochmal ein bisschen Strohlose einsammeln und den Rest nachher pressen. Für zwei Ladewagen voll Lose ins Lager fahren. Denn ein Teil pressen, bis ich so eine bestimmte Menge an Ballen zusammen habe und ja. Mit dem Rest schauen wir dann mal, ob wir den verkaufen oder hinten beim Schweinehof ins Silo hauen. Da haben wir ja nur mehrere Möglichkeiten offen. Ja, fuhrparktechnisch haben wir natürlich noch wieder ein bisschen was investiert und ein bisschen ja, hin und her getauscht und gemacht und getan. Das ist alles noch nicht ganz so das Wahre, aber wir nähern uns dem an. Ja, dann an der Map. Habe ich auch noch wieder so ein kleines bisschen weiter gemacht. Ja, hier sieht man jetzt effektiv nachher an dem am Feldrand an der anderen Seite vom Feld sind ein paar Bäume dazugekommen. Grastextur habe ich ausgetauscht. Die anderen Änderungen sind jetzt hier aktuell noch nicht mitzusehen, weil ich das noch nicht neu gepackt hatte. Ja, und dieses Feld haben wir halt noch gedroschen und das Getreide dann auch verkauft. Ging auch wieder hinten zum Gestüt hin. Muss ich auch nochmal sehen, dass ich die Verkaufspreise nochmal so ein bisschen anpasse. Aber auch das kriegen wir noch hin. Ja, so ist das alles. Ja, dann hinten, wo die Schweinemastanlage steht, da haben wir jetzt noch einen 1100er MB-Trag mit Frontlader, um da dann entsprechend die Arbeiten erledigen zu können, wie nachher Stall ausmisten, ein bisschen Futter da reinbringen. Oh, Entschuldigung, irgendwie überkommt mich gerade so ein bisschen die Müdigkeit. Weiß auch nicht warum. Denn hier vorne auf dem ehemaligen Milchviehbetrieb, wo wir unsere Lagerstätten haben, da wird jetzt noch ein Teleskoplader fest mit hinkommen. Ich war da erst mit einem Gabelstapler zugange, aber das hat mir auch alles nicht so gefallen. Und ja, Teleskoplader habe ich schon gekauft, steht noch hinten beim Hof auf der Wiese, müssen wir auch noch mal rüberfahren. Und ja, so einen kleinen Rasenmäher haben wir dann auch noch hier, um das Ganze mal hier nur wieder auch so ein bisschen zu pflegen und schick zu machen. Ist natürlich auch gerade so die Hallen und die Einfahrten für unsere Maschinen doch ein bisschen knapp bemessen. Aber es geht.
Ja, hier vorne links hatte ich gestern Abend mal noch so aus Langeweile auch mal um es auszuprobieren eine kleine Fläche gemäht. Ja, ob der Bergmann-Ladewagen, den wir jetzt aktuell hinter haben, der Bestand im Fuhrpark haben wird oder nicht, weiß ich auch noch nicht so wirklich. An und für sich gefällt er mir wohl. Aber er ist noch nicht so ganz astrein, sagen wir es mal so. Hat wohl noch den einen oder anderen Fehler. Den wir ihm noch so ein bisschen austreiben müssen. Ja, dann hatte ich mir noch überlegt, dass wir so mit den Dünger- und Saatgutgeschichten müssen wir uns hier ja nun mal kaufen, können wir dann beim Lohnunternehmen einlagern. Und diese Geschichte, wie man es auch von der Bantico und Schönebeck her kennt. Ja, da bin ich auch noch am überlegen, dass wir das auch noch mal ein bisschen anders noch machen. Oder dann auch noch entsprechend mit befüllbaren Paletten oder Big Bags arbeiten. Ja, die Big Bags war ich gestern schon so ein bisschen mit am Rumprobieren. Die werden nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Da werden wir dann doch eher auf die Paletten zurückgreifen. Es gibt ja dieses Bulken-Ding-Kit, wo alles mögliche mit drin ist. Ja, und wie gesagt, das mit den Säcken, das sagt man dann doch nicht ganz so zu. Von daher wenn wir das damit weitermachen sollten oder überhaupt machen sollten, auf die Paletten zurückgreifen. Gut, jetzt habe ich so ein paar Big Bags da am Hof stehen. Die müssen wir dann entsprechend auch jetzt noch leer machen. Sollte aber auch kein Problem sein, wir haben jetzt ja mittlerweile zwei Flächen, die wir noch bearbeiten müssen, sprich düngen und sehen. Da kriegen wir das bisschen, was wir da am Hof haben, wohl locker verbraucht. So, das fahren wir jetzt auch noch ins Lager und dann schnappen wir uns die Presse. So, normalerweise ist hier eigentlich auch keine Feld. Ein- und Ausfahrt. Die ist am anderen Ende, aber ich habe jetzt gerade auch nicht so die Lust, einmal komplett außen rum zu eiern.
So, das ganze Gespann lassen wir jetzt einmal hier so komplett stehen. Brauchen wir später vielleicht noch mal wieder. So, das wäre denn hier unser wunderschöner Rasen hier. Arbeiten wir irgendwann anderen mal noch mal wohl mit. So, hier haben wir dann diese Geschichte mit den Big Bags, was ich sagte. Nun ist mir da auch ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich hatte erst jeweils 4 Stück vom Dünger und vom Saatgut gekauft. Und im Anschluss die Kapazität der Säcke umgeschrieben. Und dann, wo ich die weggeholt hatte beim Händler, nochmal diese 2 nachgekauft. Deshalb sehen 2 auch ein bisschen dicker aus als die anderen. Ist halt einfach nicht ein 2, ist jetzt mehr drin. Ja. Auch mal wieder so ein kleines Missgeschick, was noch passieren kann. Ja, mit dem Pressen fangen wir hier gleich auf dem kleinen Stück an. Und um das auch korrekt zu machen, nutzen wir jetzt mal die vorgegebenen Wege. Ja, eine Sämaschine haben wir schon da, da ist dann auch der Teleskoplader, was ich sagte. Unser Gespann zum Strohfahren steht auch schon bereit. Ja, Kapazität der Ballen ist natürlich hier bei der Presse auch wieder hochgestellt. Normalerweise hochstellen tue ich die generell immer. Aber ich hatte die bis jetzt meistens immer so auf 5000. Jetzt mittlerweile bin ich dazu übergegangen, die auf 10.000 zu machen. Aber gut, das kann auch jeder halten, wie er will.
Ja, damit kommen wir dann noch langsam zum Ende. Viel mehr Interessantes wird heute auch nicht mehr passieren. Außer, dass wir das andere Feld dann noch eben pressen. Ja, ich hoffe, dass es wieder mal ein bisschen gefallen und Spaß gemacht hat. Und dass wir uns beim nächsten Mal dann wiedersehen. Ja. Bis denn. Tschüss.